heute gibt es mal alle möglichen Neuheiten für euch. Wisst ihr, wo wir sind? Das hier sollte eigentlich alles verraten, auch wenn wir ein bisschen Gegenlicht haben. Wir sind in Brixen beim Mountainbike Festival und was machen wir hier? Ja, wir werden heute mal so ein paar Neuheiten anschauen, denke ich mal, aber dann auch wieder sich auf das Wesentliche konzentrieren und eine Runde Radfahren gehen, was wir am liebsten machen. Und ja, Wetter meint's gut mit uns und da hört man's schon. Es klingelt. Schauen wir mal, was wir alles entdecken können. Das ist eben das Festivalgelände am Domplatz in Brixen und wir schwenken einfach mal mit euch ein bisschen durch, sodass ihr euch einen Eindruck machen könnt, was man dort alles zu erwarten hat und ob das vielleicht am Sonntag noch interessant für euch ist oder eben dann nächstes Jahr. Hier gibt es gerade die Neuheiten von Conway, die sind für uns natürlich besonders interessant und ja, hier habe ich mich schon schwer verliebt. Ich hoffe, dass die dann bald geliefert werden können, weil auf so ein Fahrrad in diesen Farben hätte ich natürlich größte Lust. Das nenne ich mal aufmerksam. Jetzt ist der Mitarbeiter von Magura gerade hinter uns hergegangen und hat gesagt, wir sollen zu Magura bald leer. Ein Kollege von dir hat gerade gesagt, ich soll zu dir kommen und... Also wir sind jetzt hier gerade bei Magura. Wir wurden netterweise darauf hingewiesen, dass unsere Belege runter sind. Ihr seht es so ein bisschen. Und jetzt haben wir die Chance gleich genutzt und jetzt werden hier einfach vom Fachmann mal ganz schnell die Belege gewechselt. Er ist rausgedrückt mit den alten. Dann die Schraube raus, zack, zack, geht alles sehr schnell. Da kann man noch richtig was lernen. Und da ist übrigens Petras Fahrrad. Genau. Zack. Waren die auch runter? Oh ja. Schau. Ja, ich hab noch, würde ich mal behaupten. Ein bisschen, ne? Im Vergleich zu dir? Ja. Tja, ja. Jetzt war ich vor einem Jahr zum ersten Mal hier. Und so sieht es dann aus, wenn die Belege ganz neu sind. Hier der wahrscheinlich raffinierteste Spender aller Zeiten. Drück, drück. Was ist das für eine Bremse? Es ist, oder was heißt älteste, aber einer der ersten geilsten hydraulischen Bremsen, die es so, soweit ich denken kann, gab. In meiner Jugend gab es sie in Neongelb. Ihr kennt sie bestimmt auch, war mega, mega gut. Genau. Oh, und dann sind wir bei Obea vorbeigekommen. Da ist mir Philipp, ein alter Bekannter, über die Linse gelaufen und es gibt auch später noch ein kurzes Video über ein neues Fahrrad. Light E-Bike. Neuheiten bei TSG, aber für uns zählt. Wer ist schöner? Wer ist größer? Aber es kommt nicht auf die Größe an, weißt du? Also liebe Freunde, jetzt heißt es gerne ran ans Zeug und getestet, was das Zeug hält. Den haben wir ja auf dem Conway E-Bike drauf, hier im Kleinteil. Auf der anderen Seite vom Dom gibt es auch noch ein paar Stände. Und jetzt sind auch wieder Räder zurückgekehrt, wir waren da heute Morgen schon, da war alles leer. Unser Fazit, die Leute haben Bock zu testen und dementsprechend musste man echt schnell sein, wenn man ein Fahrrad testen wollte. Wir hoffen, der kleine Eindruck hat euch gefallen. Wir haben auch noch ein Bike-Video, wo wir die Klose entlang fahren. Das verlinken wir euch auch noch. Somit schaut auf jeden Fall mal, was wir sonst noch so erlebt haben im Brixen.